Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Fina und ich mache Budgeting im US-Style als Zero-Based Budget. Bin 36, noch Mama von 2 Kindern und 5 haarigen Mitbewohnern, 4 Katzen und einem Hund. Und teile meine echten Einnahmen und echten Ausgaben mit euch. Wenn sich das noch etwas anhört, was euch interessiert, dann bleibt doch einfach dran. So, es ist soweit. Ich darf heute das leidige April-Budget schließen, dicht machen. Leidiges April-Budget deswegen, weil es doch ziemlich schief gelaufen ist. Ich kann das jetzt mit Sicherheit nicht alles auf die aktuelle Situation, auf die Quarantäne, die Corona-Krise schieben, aber ich denke, dass sie auf jeden Fall ihren Anteil dran hatte. Wir haben vor allem deswegen sehr viel Geld ausgegeben, weil wir allesamt zu Hause sind, weil wir mehr und auch mehr warm essen als sonst, weil wir, glaube ich, auch alle mehr snacken als sonst. Wobei ich, wie ich schon mal erzählt habe, gelesen habe, dass die Einnahmen der Schokoladenindustrie während der Corona-Krise sprunghaft angestiegen sind. Also sind wir nicht die Einzigen, die sozusagen unsere Seele ein bisschen trösten mit Schoki. Aber kurzum, wir bringen es jetzt einfach mal hinter uns und schauen uns das aktuelle Budget an und werden jetzt hier neben dieser Budgetspalte, was wir eingeplant hatten, die Actual, also so heißt sie im amerikanischen Spalte, eintragen, was wirklich passiert ist, also wo sich das jeweils geändert hat. Dafür müssen wir allerdings erstmal den Weekly Check-In zu Ende machen. Ihr seht, meine Ausgaben der vorletzten Woche, also der Budgetwoche 4, habe ich hier schon eingetragen. Das war die Woche, wo wir einen No-Spend versucht haben und das auch ganz gut hingekriegt haben, würde ich sagen. No-Spend heißt für mich natürlich nicht gar nichts ausgeben, sondern nur Essen, Sprit, also so die Dinge, auf die man nicht verzichten kann. Auch hier war so ein bisschen Luxus, sage ich jetzt mal, drin. Ich habe mir hier mal so einen super leckeren Kokos Wasserdrink gegönnt, der hätte nicht sein müssen, aber teuer war das ja auch nicht. Und eine Haarkur, kann man jetzt drüber streiten, ob die so wichtig war. Meine alte war halt alle und meine Haare sind mega trocken und brauchen die Pflege. Also würde ich das auch noch so mit 2 verschlossenen Augen unter No-Spend verbuchen. Jedenfalls haben wir in der gesamten Woche 97,36 Euro ausgegeben. Davon ist auch etliches aus den Sinking Funds rausgekommen. Das habe ich dann hier auch schon alles übertragen. Wir hatten dann letzten Endes Ausgaben für Essen in Höhe von 53,48 Euro, was ich für eine Woche echt gut finde. Haushalt nur 5,40 Euro. Da habe ich jetzt den Drink mal da einfach mit reingepackt. Kinderkram hatten wir überhaupt keine Ausgaben. Und ich habe hier mal die Freizeitkategorie gelöscht und Tiere drüber geschrieben, weil Freizeit findet ja momentan leider nicht statt, weil alles zu hat. Für Tiere hatten wir nochmal 12,70 Euro ausgegeben. Das war hier oben einmal das Trockenfutter, einmal das Nassfutter. Und wir endeten dann letzten Endes bei Essen mit minus 322,74. Also so viel sind wir über Budget. Haushalt minus 119,06 €. Kinderkram, Guthaben 4,91 Euro und Tiere minus 73,66 €. Diese ganzen Minus möchte ich in Zukunft natürlich nicht mehr sehen. Das ist jetzt mein hohes Ziel für den neuen Budgetmonat, für den Mai. Ja, wir werden dann sehen, wie das läuft, aber die Motivation ist auf jeden Fall da. Das Wochenende war dann ein No-Spend, da bin ich auch stolz darauf. Das möchte ich auch unbedingt weiterhin sehen, dass 2 Tage, vielleicht sogar 3 Tage in der Woche No-Spend-Days sind. So, das kennt ihr jetzt schon. Das ist jetzt die aktuelle Woche, die hinter uns liegt. Wir sind ja heute hier. Da hatten wir eine Barabhebung. Das Geld brauchen wir dann sowas für Bäcker und so weiter, ne, wo man halt eben nur mit Bargeld zahlen kann. Wir waren beim Lidl, die Kinder haben Taschengeld bekommen. Meine Kleine hat ihr erstes Taschengeld bekommen. Mit dem 6. Geburtstag bekommt sie jetzt 1 Euro in der Woche. Und dann nochmal 2 Einkäufe. Und Mittwoch sowie Donnerstag war No Spend. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch was ergänzen. Wir haben beim Kindergraben eben diese 3 Euro. Das heißt, unser Budget waren die übrigen 4,91 €. Ausgegeben haben wir die 3 Euro, bleiben noch 1,91 € übrig. Dann haben wir beim Tierbedarf nochmal 8 Euro ausgegeben. Da war unser Budget eh schon im Minus mit minus
73,66. Und wenn es über eine 10er hinweg geht, kann mein Hirn das leider nicht bewerkstelligen, zumindest nicht mit laufender Kamera. Das heißt, ich rechne die 73,66, die ja Schulden sind, aber das schreibe ich jetzt nicht dazu, plus die 8 Euro sind 81,66. Also 8 Euro ausgegeben minus, falsche Spalte. Also nochmal minus 73,66. 8 Euro ausgegeben minus 81,66. Gut, wenn man einen Friction Pen hat, Erasable Pen. So, jetzt Haushalt hatten wir keinerlei Ausgaben. Da blieb es dann sozusagen bei den minus 119,06 Euro. Und beim Essen starteten wir mit furchtbaren minus 322,74 Euro. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie viel ihr jetzt im letzten Monat für Essen ausgegeben habt und auch eine wie vielköpfige Familie ihr seid, würde mich wahnsinnig interessieren. Ich bin ja so beruhigt bei jedem der amerikanischen YouTuber, wo ich höre, dass im ersten Quarantänemonat da weitaus mehr beim Essensbudget wegging, als es üblicherweise der Fall ist. Dann müssten wir noch die Zahlen hier zusammenrechnen. Das sind dann 98,51 Euro und die plus die 374 ist das unser tatsächliches Minus, wie viel wir das Essensbudget tatsächlich überzogen haben. Und das ist ganz schön knackig. So, jetzt muss ich diese Zahlen übertragen auf meine Budgetseite. Blöderweise ist die Budgetseite genau auf der anderen Seite. Was heißt, ich muss das jetzt permanent hier umdrehen, was für euch wahrscheinlich mega nervig ist. Deswegen mache ich das jetzt mal schnell alleine und steige dann wieder ein, wenn alles eingetragen ist. So, ich habe die Zahlen jetzt übertragen, zumindest die in der Plus-Minus-Spalte, also wie viel wir drüber waren übers Budget bzw. drunter waren in wenigstens einer Kategorie. Drüber und drunter ist jetzt natürlich verwirrend, weil da Minus und Plus steht, aber mein Gehirn funktioniert einfach so. Ich hoffe, ihr seid weiterhin bei mir. Das heißt, für Lebensmittel hatten wir ein Budget von 800 Euro, haben aber 421,25 Euro mehr ausgegeben. Das heißt, letzten Endes haben wir in dem Monat 1221,25 Euro für Lebensmittel ausgegeben. Ja, das ist schon knackig. Vor allem haben wir nichts bestellt, also wir hatten kein Takeaway-Food oder sonstiges. Ja, wie gesagt, ich habe mit meinem Mann ja auch drüber gesprochen. Wir haben uns die Einkaufslisten angeschaut und haben auch so gesehen, wo so die Schwachstellen liegen, was so das Problem ist. Mal gucken, ob wir es im nächsten Monat besser hinkriegen. Ich werde auf jeden Fall im nächsten Monat nicht das Budget nach oben korrigieren. Das möchte ich nicht machen. Das finde ich unsinnig. Das Budget wird weiterhin bei 800 bleiben. Und ja, wir werden sehen, ob das hinhaut. Ich hoffe, es ist doch schwer. Beim Haushalt hatten wir ein Budget von 150 Euro, sind aber auch da 119 Euro und 6 Cent drüber gegangen. Das heißt, wir haben insgesamt für Haushaltsartikel ausgegeben 269,06 Euro. Da spielt natürlich auch diese ganze Klopapierkrise, nenne ich es jetzt mal, rein. Also wir haben uns auch ausstaffiert dann letzten Endes, weil wir wochenlang, die ersten 2 Wochen, glaube ich, haben wir überhaupt nichts gefunden. Es war alles weg. Wir haben dann auch so Marken gekauft, so überteures, was weiß ich wie viel, 10-lagiges, keine Ahnung, Toilettenpapier, was wir normalerweise nicht kaufen würden, aus der Angst heraus, dass wir sonst überhaupt nichts mehr im Haus haben. Also das spiegelt sich hier in dem Budget wieder. Bei den Tieren hatten wir 70 Euro Budget und waren auch hier mit 81,66 Euro drüber. Das heißt, wir haben 151,66 Euro ausgegeben. 50 Euro oder 40 Euro davon sind so eine Schermaschine, die wir investiert haben, damit wir jetzt unseren Hund scheren können. Da hatten wir uns drüber unterhalten, dass wir das locker selber machen können, anstatt da 2-3 Mal im Jahr 70 Euro an die Hundefriseurin zu zahlen. Das heißt, das wird sich dann langfristig wieder rechnen.
Aber auch die Tiere scheinen in der Quarantäne mehr gefressen zu haben, oder wir haben sie mehr verwöhnt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir auch da ordentlich drüber. Kindergram ist doch eine schöne Kategorie. Wir sind mit viel Geld reingegangen. Der Grund ist der, dass mein Mann für 65 € ein gebrauchtes Fahrrad für unseren Großen gekauft hat, einfach weil das so ein super Angebot war, ein prima Rad. Eigentlich wären es 80 gewesen. Ich habe es dann aber eben auf 145 hochgeschraubt, um dieses Fahrrad halt noch mit ins Budget reinzunehmen. Da haben wir 1,91 € übrig, also darf ich die jetzt hier abziehen. Wir haben also 143,09 € ausgegeben, was natürlich trotzdem viel ist. Allerdings muss man ja auch sehen, dass die Freizeitkategorie komplett auf null runtergeschraubt war und wir dementsprechend das so ein bisschen ausgeglichen haben, sozusagen mit Spielzeug, Straßenkreide, so einen Flieger gab es. Ja, vor allem halt so Draußenspielsachen, um die Kinder beschäftigt zu halten. Das Taschengeld haben wir ausgeschöpft, da hatte jeder von uns die 100 € wie geplant. Ungeplant, ja, das ist immer eine sehr unliebsame Kategorie. Dafür muss ich jetzt mal blättern gehen. Das habt ihr eventuell bei letzten Budget-Videos schon gesehen. Das war nämlich diese Seite, die ich noch aufgehoben habe, weil ich sie halt eben jetzt brauche. Und da sieht man, ui, jetzt hat sich hier alles verwurstelt. Da sieht man auch, wozu so eine Quarantänesituation führen kann. Und zwar hat mein Mann leider in der Zeit das Rauchen wieder angefangen, nachdem er ewig aufgehört hatte, was echt richtiger Mist ist. Er hat sie jetzt wieder eingestellt, Gott sei Dank. Also bis auf, glaube ich, eine Zigarette vielleicht alle paar Tage. Aber am Anfang war es wirklich, wirklich schlimm und er hat halt hier zwei Packungen gekauft. Diese Kosten hier von 18,14 €, das war der Kontoabschluss, weil wir im Minus waren. Das ist sozusagen mein Lehrgeld, was ich zahle. Ich zahle das auch nicht gerne, aber ich sehe es halt einfach für mich nochmal als Fingerzeig. Du musst darauf achten, bei null rauszukommen. Das ist dein Ziel. Dann haben wir hier eine Internetrechnung bekommen, obwohl eigentlich mein Mann dachte, wir würden dieses Jahr, Blödsinn, diesen Monat keine Internetrechnung bekommen. Da kam aber noch eine, das war scheinbar noch so eine Restzahlung, weil wir haben einen Vertrag umgestellt und haben jetzt eigentlich 6 Monate, glaube ich, keinerlei Internetrechnung und dann eine vergünstigte, bevor unser neuer Tarif greift. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier doch bei 25,67 €. Und das würde ich jetzt nicht als unbudgeted eintragen, sondern tatsächlich einfach hier bei den Fixkosten verändern, wo ich die 0 drin hatte, lösche ich die einfach mal raus und schreibe mal aufgerundet 26 € rein. Und lösche auch hier gleich mal, damit ich weiß, dass ich das neu berechnen muss. Aber hier gehört ja das Internet eigentlich rein und deswegen möchte ich das auch in die richtige Kategorie reinschreiben. Dann habe ich für 37,99 € ein Abo abgeschlossen für diese App, mit der ich die Videos schneide. Blöderweise habe ich ein Jahresabo abgeschlossen. Glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, das war nicht beabsichtigt. Ich wollte das eigentlich nur einen Monat austesten, um dann zu schauen, ob ich vielleicht ein anderes Schneideprogramm verwenden möchte. Aber ich habe tatsächlich ein Jahresabo abgeschlossen, aus Versehen. Naja, und jetzt haben wir diese 37,99 € und ich habe halt ein Jahr lang diese App, aber da ich damit auch ganz gut zurechtkomme, denke ich, ist die Ausgabe irgendwie auch in Ordnung. Gut, dann rechne ich auch mal das zusammen. Die Internetrechnung ist deswegen schon in Klammern, weil sie eben rausfällt. So, das sind dann also unbudgeted, nicht geplante Ausgaben in Höhe von 70,13 €. Wir sind also da sowieso im Minus, weil wir ja nichts einplanen für unbudgeted. Das wäre ja auch blödsinnig. Gut, dann zähle ich mal unsere tatsächlichen variablen Ausgaben zusammen. 1.265 € war geplant. Ja, mal gucken, wo wir dann letzten Endes landen. Okay, also noch knapp unter den 2000 rausgekommen. 1.955,19 €. Ja, der Monat lief wirklich schlecht. Das ist, glaube ich, auch der schlechteste seit Beginn von meinem Budgeting, was natürlich irgendwie ironisch ist, wenn das jetzt der erste Monat ist, den ich mit euch teile. Aber es kann nur besser werden. Also ich versuche das Ganze positiv zu sehen.
Wenn ich jetzt von diesen 1.955,19 € die 1.265 abziehe, die wir eigentlich eingeplant hatten, kommt 690,19 € raus. Das ist das, was wir über dem Budget waren. Und das möchte ich jetzt nochmal schnell kontrollieren, dass ich hier keinen Dreher drin habe und würde jetzt diese Beträge hier nochmal zusammenrechnen. Ich mache es jetzt so, dass ich die Minusbeträge, weil es einfacher ist, weil wir leider so viel Minus haben, zusammenrechne und den kleinen Plusbetrag abziehe und dann müsste das hier rauskommen. Mache ich natürlich wieder im Schnelldurchlauf. Ja, kommt raus, 690,19 €. Das heißt, wir haben richtig gerechnet und leider stimmt es tatsächlich mit den 1.955,19 €. So, jetzt wandern wir mal nach oben, weil es gibt auch noch gute Nachrichten in diesem Budget. Und zwar hier in diese Kategorie, unsere Einnahmenkategorie. Der Kontostand am Monatsstart hat sich selbstverständlich nicht geändert. Der bleibt bei minus 559, aber die zusätzlichen Einnahmen haben sich ordentlich geändert. Diese 205 €, die ihr hier seht, die tippe ich auch gleich mal ein. Die waren, weil wir ein iPad zurückgeschickt haben, eine Bestellung zurückgegeben haben. Da kam jetzt noch schön was dazu. Und zwar von einer Sache, die dazu kam, wisst ihr bereits. Das sind nämlich 265 €, die meine Mama uns zugegeben hat für die OP von unserem Hund sowie für den Geburtstag von meiner Tochter. Deswegen werde ich diese 265 € auch sofort hier in die Sinking Funds 1 eintragen, weil die halt da ihren festen Platz haben. Die haben wir ja auch bei dem vorherigen Video in den Sinking Funds auch schon eingeplant. Jetzt hatte ich gerade wieder so einen Brain Freeze. Dadurch, dass ich sie da unten reinschreibe, ja, ich dachte jetzt gerade, es wäre doppelt gemoppelt, aber es ist nicht so, weil ich ja von dem Gesamtbudget dann diese Sachen hier alle abziehe. Also ich darf sie hier dazu rechnen, kann sie aber direkt hier wieder abziehen. Also es hat alles seinen Sinn. Ja, ich hoffe, ihr seid noch bei mir. Neben diesen 265 € kam noch mehr dazu. Und zwar haben wir plus 357 €. Das war die Steuerrückzahlung, die wir sehnlichst erwartet haben. Dann haben wir nochmal ein Plus von 30 €. Das war ein Verkauf, den ich getätigt habe. Ich habe diesen Saffiano-Planer verkauft, den ich euch gezeigt habe, diesen wunderhübschen lilafarbenen Planer. Hallo übrigens an die neue Besitzerin, falls sie zugucken sollte. Ich habe ihr meinen Channel-Namen mal gegeben, weil sie auch eine Plannerin ist, auch eine Budgeterin ist. Wäre natürlich cool. Fühl dich gegrüßt. Dann haben wir noch was verkauft, nochmal plus 45 €, und zwar ist das der andere schöne Planer, von dem ich mich letzten Endes getrennt habe, aber mit einem sehr guten Gefühl, weil der an eine liebe Freundin von mir geht. Mal schauen, ob ich dann in Zukunft mir irgendwann mal was Neues kaufe, aber es hat ja alles Zeit. Was noch dazu kommt, ist auf einen eigenen Fehler zurückzuführen, aber hey, wenn ich Fehler mache, die mir dann Geld wieder einbringen sozusagen, habe ich damit kein Problem. Und zwar darf ich plus 120 rechnen, weil ich doch diesen Sinking Funds für den Schornsteinfeger habe. Jetzt habe ich allerdings unsere Unterlagen nochmal genauer durchgeschaut und bei uns kommt der Schornsteinfeger nicht einmal im Jahr, sondern nur alle 2 Jahre. Das heißt, die bereits zusammengesparten 120 € brauche ich jetzt gar nicht, weil der erst nächstes Jahr im März kommt. Jetzt habe ich 10 € im Sinking Fund drin gelassen und die 120 €, weil wir sie einfach in dem Monat brauchen zum Ausgleich als zusätzliche Einnahme mir sozusagen generiert. Somit sind wir bei zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 1.022 €, und das ist nicht normal für uns. Also keine Sorge, es kommen zwar mal hier und da 100 €, 200 € zusätzlich rein, eben weil ich was verkaufe. Ich bin da ja sehr fleißig dabei in Sachen eBay-Kleinanzeigen, wenn wir was Neues kaufen, verkaufen wir was Altes. Aber das ist natürlich eine Summe, die auch für uns außergewöhnlich hoch ist. Aber ich bin sehr dankbar drum, weil wir sie ja wirklich benötigen. Das Gehalt blieb natürlich normal bei 4.318 €. Da hat sich nichts getan, ebenso beim Kindergeld. Jetzt können wir allerdings ein neues Monatsgesamtbudget ausrechnen. Und da rechne ich jetzt die 1.022 der zusätzlichen Einnahmen plus und mache ab jetzt Schnelldurchlauf. So, wir haben somit Gesamteinnahmen zur Verfügung für unser Budget in Höhe von 5.189 €. Switchen wir gleich mal in diese Fixkostenkategorie.
Da hatte ich ja schon die eine Veränderung gemacht mit dem Internet. Die Internetrechnung ist ja tatsächlich abgebucht worden, auch wenn wir nicht damit gerechnet haben. Hier gibt es auch noch mehr Veränderungen. Und zwar habe ich keine Ahnung warum 9 Euro bei Spotify eingetragen. Ui, jetzt muss ich mal eben die Kamera checken, ob die noch läuft. Ja, das sind keine 9 Euro. Es wäre schön, wenn es 9 Euro wären. Es sind 15 Euro, weil wir zusätzliche Zugänge haben, weil auch die Kinder Spotify nutzen für Hörspiele und wir halt für Musik. Ja, keine Ahnung, wie das zu dem Fehler kam. Audible bleibt jedoch null, weil wir in diesem Monat noch einen Pausenmonat hatten. Aber gute Neuigkeiten, die Kindergartenkosten sind komplett weggefallen, weil die während der Krise, während der Schließung eben ausgesetzt werden. Das heißt, hier darf ich eine Null reinschreiben. Und dann rechne ich mal die gesamten Fixkosten für den Monat aus. Kommen wir auf 185 Euro. Das ist ein bisschen mehr, als es vorher war. Die nächste Kategorie sind die Schulden. Da hat sich auch nichts verändert. Die 1580 vom Hauskredit bleiben. Die 329 bleiben. Privatkredit war in diesem Budget noch nicht mit eingerechnet, also noch keinerlei Rückzahlung. Studienkredit ist da auch nur die Mindestrate. Jedoch habt ihr, wenn ihr die Schuldenbeichte gesehen habt, gesehen, dass ich da jetzt als nächstes angreifen möchte und alles, was wir mobilisieren können, hier reinstecken möchte, damit der im Oktober dann komplett abgezahlt ist. Bis dato bleibt es aber hier bei 77, das heißt, auch hier verändert sich die Gesamtsumme nicht, 1986 Euro. Bei den Ersparnissen hatten wir im Sinking Funds 1.390 Euro, da ändert sich auch nichts, der ist für mich ja eh komplett heilig. Das Geld haben wir reingesteckt. Die Sinking Funds 2 waren die 550 Euro und da kamen ja diese 265 dazu von meiner Mama. Das heißt, letzten Endes waren es 815, die wir da reingesteckt haben. In den Emergency Fund haben wir leider gar nichts reingesteckt. Das hoffe ich auch zu verändern in den nächsten Monaten. Das heißt, unser Gesamt ist hier die 390 plus die 815. Das heißt, 1205 haben wir in unsere Sinking Funds hineingepackt. Damit haben wir alles ausgefüllt und jetzt können wir mal durchrechnen, mit was für einem Kontostand wir in den Mai-Budget-Monat hineinstarten. Ich bin gespannt, ich habe es noch nicht vorher ausgerechnet, wir werden sehen. Ich denke, es wird ein Minus sein, allerdings kein so großes Minus, wie es wäre, wenn wir nicht diese zusätzlichen Einnahmen hier hätten. Wir rechnen also 5.189 Euro, die wir Gesamteinnahmen zur Verfügung haben. Minus die Schulden, die wir zurückzahlen in Höhe von 1.986 Euro, minus 185 Euro unsere Fixkosten in diesem Monat, minus 1.205 Euro, die wir in die Spartöpfe gesteckt haben, minus 1.955 Euro und 19 Cent, die wir als variable Ausgaben hatten. Kommen wir auf minus 142,19 Euro. Also wie ich gedacht habe, es läuft auf ein Minus hinaus. Allerdings, wie gesagt, kein so dramatisches Minus, wie wir jetzt gesehen hätten, wenn das hier nicht passiert wäre. Ich trage jetzt dieses Minus mal hier oben ein, weil ich dafür tatsächlich keine Spalte vorgesehen habe. Das muss ich dann irgendwie nochmal ändern. Und mache hier einfach mal einen kleinen Strich mit Bilanz. Und das ist dann minus 142. Da werde ich jetzt auf die Cents verzichten, weil ich ja eh öfters mal aufrunde, abrunde. Und das ist dann praktisch das, was beim Kontostand vom Monatsstart beim Budget Mai dann wieder hier drin steht. Besser auf jeden Fall als letzten Monat. So, jetzt habt ihr es gesehen, wie wir unser Budget erfolgreich geschlossen haben. Ich hoffe, ihr begleitet mich weiterhin auf meiner Reise, auch wenn es jetzt kein Vorzeigemonat in Sachen Budgeting war. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir so ein bisschen eure Erfahrungen, auch jetzt vor allem aus der Corona-Zeit, in die Kommentare schreibt, damit ich mich nicht ganz so schlecht dabei fühle, weil ich hasse es natürlich, wenn alles nicht aufgeht, ne? Als kleine Perfektionistin und Zahlenfreak.
Aber ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und kann jetzt schon mal spoilern, entweder morgen oder übermorgen ist dann das neue Budget an der Reihe und es gibt doch echt nichts Schöneres als ein frisches, neues Budget, einen frischen neuen Start. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und auch schon mal ein schönes Wochenende. Ciao!